Hab ich Räude, Aussatz, hab ich die Krätze, riech ich komisch, sehe ich vielleicht irgendwie total Banane aus oder was ist los? Oder ist vielleicht einfach nur die Glashütte-Uhrenregion etwas sehr Spezielles? Moritz Grossmann ist die vierte Marke aus der Glashütte-Region, die nicht mit mir zusammenarbeiten können, wollen oder dürfen. Zwei Marken haben überhaupt nicht geantwortet. Wempe hat mir ausdrücklich die Verwendung von Fotos untersagt. Und bei Moritz Grossmann habe ich angerufen, habe telefonisch eine 90% Zusage bekommen, die auf Nachfrage drei Tage später in eine 100% Absage gedreht wurde. Ich habe nach den Gründen dafür gefragt, noch keine bekommen. Sollten noch welche kommen, werde ich die im angepinnten Kommentar unter dem Video euch mitteilen. Ich persönlich finde das ausgesprochen komisch und auch wahnsinnig schade für euch, denn es wäre schon schöner, zu einer solch außergewöhnlichen Marke auch die außergewöhnlichen Uhren zeigen zu können. So bleibt es mal wieder bei einem reinen Labervideo über eine Marke, die selbstverständlich zu Glashütte gehört. Hallo und willkommen bei WatchMaxes bildlosen Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um Moritz Grossmann, eine relativ junge Marke der Glashütter Uhrenfamilie, Uhrenherstellerfamilie. Der eingetragene Firmenname lautet Grossmann Uhren GmbH. Moritz Grossmann ist ein Name mit unglaublich viel Tradition, aber auch einer großen Unterbrechung dieser Tradition. Moritz Grossmann ist seit dem 19. Jahrhundert in Glashütte ein Name, gründete ein Atelier für, jetzt muss ich kurz lesen, technisch sehr anspruchsvolle Uhrenmodelle. Moritz Grossmann absolvierte eine Ausbildung zum Uhrmacher von 1842 bis 1854 und siedelte sich dann 1854 in Glashütte an. Verstorben ist er 1885, also Ende des 19. Jahrhunderts, knapp 130 Jahre ist das schon her. Sein Name ist trotzdem verbunden mit vielen technischen Innovationen, mit dem Taschenwörterbuch für Uhrmacher. Es gibt in der Meisterschule, beziehungsweise es gab in der Meisterschule des Uhrenhandwerks, die es ja nicht mehr gibt und jetzt in ein Museum umgewandelt wurde, in der Eingangshalle eine Gedenktafel für Moritz Grossmann. Alles das zeigt, wie bedeutend der Name für die Uhrengeschichte ist und welchen Fußabdruck er hinterlassen hat, obwohl es längere Zeit keine Uhren unter diesem Namen gab. 2008 wurde dann die Grossmann Uhren GmbH gegründet, um das Erbe von Moritz Grossmann wieder aufleben zu lassen. Geschäftsführerin der GmbH ist Christine Hutter und sie hat seitdem neue Uhren, neue sehr hochwertige Uhren unter dem Namen Moritz Grossmann konzipiert und produziert. Und 2010 ist die erste Moritz Grossmann Uhr mit dem Namen Benu oder Benü, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, an den Markt gebracht worden. Die Benu Heritage in Edelstahl beginnt bei 31.400 Euro. In Roségold beginnt sie bei 45.600 Euro. Und die Benu Heritage als Tourbillon in Roségold beginnt bei knapp unter 200.000 Euro. Das sind schon Preise, die zeigen, in welche Richtung sich Moritz Grossmann orientiert. Die Contemporary in Weißgold liegt bei 40.100 Euro. Und Moritz Grossmann hat auch eine sehr große und ebenfalls sehr hochpreisig positionierte Damenuhrenlinie, auf die ich aber nicht im Detail eingehen möchte. Wenn euch die Uhren interessieren, schaut sie euch auf der Webseite an. Das kann man euch nicht verbieten. Ich darf euch die Bilder leider nicht zeigen. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.